Hallo und herzlich willkommen zurück hier, wo wir jetzt auf dem Raumschiff bei Starbound sind, weil wir beide krepiert sind. Ja, in Wirklichkeit gab es einen Charakter-Wipe und wir müssen wieder vorne anfangen. Ja, das ist der Grund. Deswegen haben wir zufällig noch die gleichen Sachen wie vorher. Die haben wir uns jetzt quasi wieder erspielt, damit ihr nicht warten müsst. Ganz genau. Selbst, ganz selbstlos. Komm, doof, kommt mein treuer Gefährte. So, Affenjunge und Doofkopf. Was für prestigeträchtige Helden auch. Ja. Aua. Sind aber auch hässlich, die Viecher. Ja, die Gegner auch. Achso. Oh Mann, Alter, der ganze Weg hier ist voll mit so beschissenen Viechern hier. Ja, ich find's ein bisschen blöd, dass man nicht so einen Spawnpoint am Haus irgendwie setzen kann. Ja, das finde ich auch blöd. Also vielleicht geht's ja auch. Oh, danke. Ja, ich versuchen wir mal irgendwie nach oben. Stell mir auch eine Adventure Map bei dem Spiel extrem schwer vor. Ja, kann Minecraft man und sowas gibt. Ob man das machen kann, wird es bestimmt geben die Möglichkeit, zumindest so Server oder sowas. So vorkonfigurierte. Man kann echt nur hoffen, dass das so eine treue Community wie Minecraft irgendwann kriegt, das Spiel. Mit Sicherheit. Guck doch mal, wie das abgeht, jetzt schon. Huch. Haha, Idiotenpack. Wo bist du denn? Ich hänge schon ab. Ich hab gerade noch schnell einen Baum gefällt, dass wir uns mal eine Axt oder sowas machen können. Achso, ich hänge ja ab mit meinen coolen Freunden. Damit die Kälte nicht reinkommt. Ich bin gerade wieder in ein Loch gefallen. Ach so, in ein tiefes Depressionsloch. Oh. Was denn? Mach die Tür auf. Oh. Wen bringst du denn da schon mit? Oh. Ja, die kaufen nix. Juhu, Fleisch. So, erstmal ein bisschen durchlüften hier. Ich hab gepupst. Ach, schön. Ja, so schön ist das ja eigentlich gar nicht. So, pass auf. Juhu, Quest complete. Ich freue mich. Ich würde sagen, den Ofen, wo können wir den mal hinstellen? Einfach hier bei der Tür, oder? Ja, wir müssen das eh noch irgendwie alles einrichten, dann glaube ich. Pass mal auf, das Lagerfeuer muss ich da gerade mal wegmachen. Das war ein schönes Lagerfeuer. Hast du recht, tut mir auch fast leid. Wir könnten auch... Mal... Machst du da? Stell einen Sarg ins Schlafzimmer. Haben wir auch noch. Weiß auch nicht, warum ich die immer rumtrage eigentlich. Vielleicht greifen wir uns deswegen an, weil wir ihren Sarg geklaut haben. Ihren Sarg? Ihren Sarg. So, hier ist eine Kiste. Und hier ist noch eine Kiste. So. Ich nehme die. Ja, natürlich. Das ist doch keine Eisenkiste oder sowas. Mit so einem Code, so, weißt du, so ein Safe. Also aus Diamanten einfach. Mann. So, ich würde sagen. Das sieht voll scheiße aus. Warte mal. Das sieht aus wie Karneval in Köln, das Ding. Guck mal, ich hab den Axt hingeworfen. Das ist ja lieb. Guck mal, ich hab uns. Das Haus. Verschönert ist nicht das richtige Wort, was ich was suche. Was ist das denn? Alter, ich weiß es selber nicht. So, ach, und ich habe noch A und ich habe ja noch Dinger, okay. Crafting Table habe ich auch noch rumfliegen. Ich bin nur mal gerade los und hol mal von diesen komischen Dianen. Das ist gut, sehr gut. Guck hier mal ganz kurz, dass ich hier vielleicht mal, warte. Hast du eine Kreissäge irgendwo hingestellt? Nee. Ich höre gerade wieder eine. Hua! Ich hatte das Inventar hatte ich da noch offen. Hast du gerade? Nö. Kleiner Drecksack. Na warte. Ich hab die doch nicht hingestellt, ich hab die da hingelegt. Na warte. Ich hab irgendwie Angst, wenn du hinter mir bist. Warum denn nur?
Nein! Boah, Alter! Boah. Wir sollten das langsam wirklich lassen. So, Ach ja, komm du mir nach Hause. Boah, hier sind überall diese Viecher. Ich glaube, ich gehe nicht raus. Ich habe Besuch dabei. Hallo, komm doch. Ich wünschte, es würde wenigstens XP geben. Ja, das fehlt noch so ein bisschen, ne? Mhm, finde ich auch. Jetzt kann ich wenigstens 2-3 Bandagen machen. Vielleicht vergrößern wir unser Haus einfach ein bisschen? Oder meinst du das zu wagemutig? So ein Unterfangen? Nee, wäre eigentlich sinnvoll sogar. Ne, finde ich auch. Ich brauche... Ach ja, eine Axt hast du mir gegeben. Ja, aber ich würde nicht nach rechts laufen. Nicht gut. Nee? Nee. Irgendwie nicht. Also das vielleicht zu zweit, aber... Oh, warte, dann hau ich mal grad noch mal Bandage an den Hals. Ach, gucke mal. Alter, wie viel sind denn da? Mhm. Das ist Party. Boah, Alter! Okay, die anderen sind runtergefallen. Ich glaube, die kommen dann sehr gut hoch. Müssen wir Holz organisieren. Sag mal! Oh, du machst das schon, ne? Ja, ja. Na gut, ich dachte schon, du stirbst. Hätte ich jetzt ein schlechtes Gewissen. Natürlich. Doch. Dieser kleine Pimmel. Also jetzt meiner, natürlich. Ja, Pilze sind hier nicht. Ich kann nicht vergleichen gerade. Pilze? Pilze sind aus der ersten Folge. Ach so, ach stimmt. Oh. Du bist echt ein Looter King, bist du. Ja, sagt der Richtige. Guck mal hier. Also, ich dachte, das wäre Stein. Es ist Silber. Aber die wachsen aber gar nicht nach hier, das ist ja. Ja, das dauert ja, glaube ich, immer ein bisschen. Das ist ja eine realistische Simulation des Lebens. Da ist ein Vieh, pass auf. Oh. Alter, hier sind überall Viecher! Hua, wo bin ich jetzt? Alter, jetzt bin ich wieder tot. Boah, diese dreckigen. Ich finde, das sind ein bisschen zu viele Viecher auf dem Planeten, muss ich sagen, weil, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn wir da lang gehen, haben wir da mindestens so 6, 7, 8, 9.000 Viecher. Die hauen auch extrem rein. Ich weiß nicht, ob das auf dem anderen, also vor dem Patch auch schon so war. Ich glaube aber eher nicht. Nee, irgendwie nicht. Also vor dem Patch war es auf jeden Fall sehr viel spielbarer, was das angeht. So, bevor ich zum Haus komme, sammle ich einfach mal ein bisschen Holz hier. Abgesehen davon, dass es gerade scheiße kalt ist. Oh. Gibt es eigentlich auch noch was anderes, außer diese Bandagen, die man zum Heilen nehmen kann? Ich könnte mir vorstellen, dass später noch Heiltränke dazukommen. Sehr geil. Wow. So, pass up. Ich sammle hier gerade mal ein paar Bäume, ne? Ich sammle noch weiter von diesen. Sehr gut. Hey, das sind ein paar friedliche Viecher, das ist ja ein Glück. Genau, die sind auch gut auf. Hm? So ein Glück! Ich glaube, er mag mich. So, hier ist gerade relativ dunkel. Oh! Ich wollte dich nicht angreifen! Ich wollte doch nur die Geldkassette! Wo hängst du denn schon wieder rum? Ach, ich hab hier... Ich wollte noch ein paar Bäume schnetzeln und dann ist mir so ein Pferd ins Schwert, also aus Versehen. Hua, was ist das denn? Oh, eine Geldkassette. Da kann ich nichts für, die sind hier. An der Oberfläche. Oh, eine Kiste! Du bist doch niemals an der Oberfläche. Ich bin gerade, ich schwöre, ich bin an der Oberfläche. Du kannst es auf meinem Channel nachsehen. 139 Pixel? Eine Klarinette? Try not to squeak, was ist das denn? 4 Speere und 8 Fackeln.
Und natürlich noch eine Kiste, die wir mitnehmen. Für die Kiste. Klarinette? Ich weiß auch nicht. Nicht, dass man damit wieder irgendwelche Aliens anlockt. Bestimmt. Ach nee, man kann ja auch Musik machen. Ich habe schon mal eine Bongo gefunden hier. Man kann tatsächlich auch Musik machen. Aber cool. Ein bisschen wie bei Herr der Ringe Online. Ich will auf jeden Fall singen. Ja, nein. Ich glaube, ich warte hier mal, bevor ich jetzt losgehe. Ich glaube, zu dir komme ich gerade nicht. Wo geht's denn hier hin? Ah, zu einer Geldkassette. Ich will zu dir. Weil ich eine Geldkassette gefunden habe? Ja, und eine Kiste und so. Ach so, ja, das sind immer nur diese Höhlen an der Oberfläche. Eigentlich sammle ich ja nur Holz gerade. Ja, ja. Nee, ohne Scheiß. Nein. Du wirst auf meinem Channel sehen, dass ich die Wahrheit sage. Boah. Was denn? Bist du erstaunt, dass ich die Wahrheit sage? Nee, da ist ein Vieh gerade, das macht vieles zu Schaden. Das macht irgendwie Schafgeräusche. Also irgendwie haben sie die auf jeden Fall hochgesetzt. Das kannst du mir nicht erzählen, dass es vorher auch schon so war, weil vorher sind wir eigentlich relativ gut durchgekommen. Ja. Und jetzt ist das irgendwie ein bisschen übertrieben, habe ich das Gefühl. Boah. Oh, Alter, was ist das denn für eine Höhle? Ja, die Planeten im Hintergrund sehen cool aus. Ja, das stimmt. Oh, ich muss gleich mal Feuer machen. Ohne Geldkassette. In dieser Höhle, die ich gerade eben erst gefunden habe. Alter. Die war hier. Du sehr weit nach rechts gelaufen? Also ein bisschen. Vom Beampunkt aus halt, ne? Mhm. Huch. Oh, was ist das denn? Was denn? Alter! So ein Vogel hat irgendwie so Blubberblasen auf mich geschossen, ich war sofort tot. Was? Ein Vogel hat Blubberblasen? Das klingt glaubwürdig. Hast du deswegen deine Hausaufgaben nicht gemacht? Ein Haus! Ein Haus und hier schläft jemand! Was? Komme! Aber ist der... Ich weiß nicht, ob der lieb ist oder nicht. Ich war hier einfach am Spawn. Das ist so ein Tempelhaus. Cool. Warte mal. Da kann ich dieses Gelee aber einfach mal nutzen. Oder pass auf, ich mache hier auch mal einfach ein paar Steine hin noch so. Dann kann ich mal übers Haus drüber hüpfen. Und hol mir auf jeden Fall dieses goldene Ding da. Was ist das? What the sound this must make? Du bist gerade am Bäume fällen, kann das sein? Hinter dir, ja. Ach, wie schön das Haus. Ich habe gerade einen Avian Gong geholt. Du durchs Haus durch? Hallo, 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 guten Tag. Oh, some you can't imagine how that went. Okay, der ist nett. Schnell die Waffe weglegen. Geil, Öllampen. Das war das Haus demontieren. Ich glaube, ich sorge mal für schönes Ambiente in ihrem Haus. Auch ein cooles Ding. Und die Türen sehen auch super aus. Ja, es ist allgemein ein schönes Häuschen. Auch das Dach ist super. Muss man sagen. Hier, so sehe ich die Tür besser. Cool. Hier, so ein Trog. Für die Pferde. Ach. Oh, cool. Was hab ich denn da gerade gekriegt? Geld! Der Typ hat dir Geld gebunkert. Kann man mit der handeln? Oder ist das ein Sie oder ein Er? Wo geht der hin? Mit E kannst du ansprechen normalerweise, aber das ist kein Händler. Oh, die wird getötet. Hey! Alter! Der ist tot! Was tust du? Warum hast du das getan, Tobi? Der ist in die Höhle gegangen. Und da kam ein Monster und jetzt willst du mich töten. Hilfe! Warum hast du ihn nicht dran gehindert? Ja, wie denn? Mit deinen Roboter-Superkräften. Boah, diese Viecher gehen mir auf den Sack. Boah, die sind echt härter geworden. Das ist krass. Da ist eben ein Vieh gewesen. Bosch hieß das. Ja. Das ist
das macht so viel Schaden. Das waren zwei Schläge und ich war weg. War das dieses graue Dreieugige? Nee, das war das mit dem Panzer. Die sieht aus wie so eine Schildkröte. Ach so. So mies. So, ich heale mich gerade mal wieder. Ich war auch gerade fast tot. Was die sich noch ein bisschen von Minecraft abgucken könnten, ist, dass tagsüber keine bösen Mobs spawnen. Ja, das stimmt. Dass man so ein bisschen Ruhe hat zumindest. Ja. Sich auch mal wiederzufinden und so. Ich bin da gleich tot. Oh, ich bin noch nicht tot. Was da? Pfeifst du so? Ach! So viele Geldkassetten. Was? Ja, wir sollten erstmal wieder nach Hause gehen und Essen vorbereiten. Nee, wusste ich doch nicht. Ich bin hier gerade in eine Höhle reingestolpert, die war super tief, dachte ich, guck's dir mal nach und auf einmal bin ich runtergefallen, wurde von Monstern angegriffen, habe sie heldenhaft besiegt und habe mir etwas Geld verdient. Deine Mutter. Hab ich hier nicht getroffen. So. Jetzt hier sind echt überall Viecher, aber ich habe jetzt dafür keine Dinger mehr. Ja, wir könnten eigentlich jetzt das Haus von der Alten übernehmen oder abbauen oder sowas. Ja, eigentlich schon. Die ist ja eh tot. Ja, eben. Die braucht das ja nicht mehr. Nö. Ich meine, das wäre doch Verschwendung. Nehmen wir mal meine Kettensäge mal wieder mit. Die hat ja jetzt keinen Sinn mehr. Habe ich nicht Stein vorhin da irgendwo reingepackt? Nochmal Dirtblock statt Gravel. So. Ja, der Fackel nach zu urteilen bist du bestimmt hier unten irgendwo, oder? Nein! Na? Na? Also ich sammle jetzt nur Umschläge für uns, falls es uns schlecht geht. Und du? Ich hab davon schon ein Stack. Ja, wohl an. Mehr kann nicht schaden. Ich bin so blöd, wieso mache ich das gerade nicht mit der Axt? Ja, nochmal danke für denjenigen, der das in die Kommentare geschrieben hat. Das erleichtert es echt. Das stimmt. Boah! Da sieht man mal den Unterschied, wie lange das dauert. Ja. Oh, du hast hier was übersehen. Hör mal. Ich höre nichts. Das hat geklimpert. Tricks am Ende. Was? Voll den Hass am Schieben. Nein, so weit! So, dafür habe ich hier ganz tolles Kopper. Doof-Kopper. Stapp ich hier mal rein. Das ist ein sehr guter Plan übrigens. Aber so eine Eisenspitzhacke oder sowas wäre langsam echt mal gut, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir sollten demnächst auch mal wieder nach Hause gehen und craften, aber ich sehe uns jetzt schon wieder nach unten buddeln. Ja. Ja, aber das ist auch das irgendwie das Spannendste. Ich weiß auch nicht. Ich finde das mit dem Gravier so toll, könnte ich den ganzen Tag machen. Gibt es eigentlich noch eine Schaufel? Weißt du nicht, ne? Nee, ich glaube, das gibt es einmal mit der Spitzhacke. Oh, geil! Kohle! So, das hier macht ja am meisten. Meine Füße. Geil. Gib her. Du hast sie. Drei Stück. Drecksack, immer kriegst du die Diamanten. Das war mein Helm, ich habe so einen Ansaugstutzen. Zeig mal ganz kurz, wie die aussehen. Oh, Kohle. Warum tun wir das eigentlich gerade schon wieder? Ich weiß es nicht, das ist einfach dieser Drang, immer alles mitzunehmen hier. Das ist ekelhaft. Scheiß Spiel, das kann doch nicht sein. Brauchen wir gerade noch ein paar Fackeln. So, ich sammle hier mal ein bisschen Kohle. Dieser gierige Tobi hat sich wieder die ganzen Diamanten geschnappt. Du hast bestimmt schon irgendwie eine Diamond Pickaxe oder sowas. Komm. So, ich gehe jetzt nach hier unten. Da gibt es wieder ein bisschen. Ist das Eisen? Ja. Du lässt die ganzen Rohstoffe da liegen, kann das sein?
Nee, ich grab nur einmal nach unten. Und dann einmal nach drüben und dann hoch. Weil das im Schleim die beste Idee ist, im Dunkeln nach unten zu graben. Ich will nur nicht, dass du Diamanten kriegst oder findest, die ich nicht sehe. Du kleiner Drecksack. So. Was sehe ich denn da oben? Der sofort guckt. Schon mal ein Stollengraben. Die Gierigen einfach nur. So. Naja, Eisen ist ja auch nicht schlecht. Silber ist ja auch nicht schlecht. Schnarch. Manchmal dauert das Abbauen immer so lange, ne? Mhm. Dann ist das bestimmt. Was gibt's noch? Silber, Eisen? Nee. Gibt's Eisen und Silber? Ich weiß es gar nicht. Ja. So, das Silber nehme ich mal restlos mit. Das kann man immer brauchen. Geh zu deinem eigenen Stollen. Was willst du hier? ich sehe Gold. Gold. Nee, doch nicht. So, ich grab mich hier einfach mal voran. Wieso sind wir gleich wieder hier im Stollen im Untergrund? Ich glaube, Rohstoffe war das Stichwort. Brauchten wir gerade welche oder? Was quietscht hier die ganze Zeit so komisch? Ich hab Angst. Hä? König. Hier unten quietscht irgendein komisches Vieh die ganze Zeit. Deine Mutter. Ja. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich höre das gar nicht bis hier. Boah, ich bin froh, dass wir dann so viel Schleimblöcke haben. Das ist echt toll. Das bringt uns weiter. Super. Aber man ist halt hier auch ein bisschen übermütig, ne, weil man halt seine Sachen auch nicht verliert. Ja, das stimmt natürlich. Obwohl man verliert, weil man stirbt immer ein Drittel von dem Pixel. Ah, okay. Von der Währung quasi. Deswegen habe ich so wenig. Du bist ja auch nur am Krepieren. Ich weiß nicht warum. So. Ich baue mich. Oh, Kohle. Oh. Was denn? Hast du Diamanten gefunden? Nee, ich wollte dich nur mal aufschrecken. Ach so. Hört sich an, als hättest du ein Porno unterm Bett gefunden. Weißt du, wo ich mir ein iPad geholt habe? Muss ich nicht mehr auf stumm gucken, wenn er neben dem aufnimmt. Nee, Mutti, ist für die Arbeit. Ja. So. Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Ah, cool. Vorsicht, da ist doch meistens Gesiffe drin. Also bis jetzt ist hier nur eine Geldkassette. Das ist ja unfassbar. Und was ich finde, ist natürlich gleich Gesiffe. Ja, hier auch. Ein riesiger See. Oh, lauter Geldkassetten drin. Scheiße. Wir sollten vielleicht mal wirklich Kohle sammeln oder Holz und dann mal zum nächsten Planeten fliegen. Was hältst du denn davon? Das wäre auf jeden Fall mal eine gute Idee. Ne? Aber was? Ich habe hier gerade... Habe ich einen Dungeon gefunden oder was? Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Wieso? Was ist da? Sag mal. Nee, das sind nur Geldkassetten. Ich dachte, weil das hier so ein komischer Stein ist, dachte ich. Ach so. Ach, nur Geldkassetten. Wo bist du? Oh, ist ein Narrat runtergeflogen. Sind alle aus wie Pokémons für mich. Diese komischen Gegner. Viecher, ne? Die sehen super, super niedlich aus irgendwie immer. Und das ist ihre Stärke. Das ist wie die Frauen, die sehen immer super niedlich aus und deswegen ist man als Mann immer unachtsam. Ne, Tobi? Hatte den auch gerade auf der Zunge, aber ich dachte mir, nee, komm, ich lass es. Kann man ja mal sagen. Ist ja besser als umgekehrt. So, bei Männern ist es immer umgekehrt. Da denkst du, boah, der sieht super scheiße aus. Und dann sind sie doch super niedlich. Nein, ich bin vergiftet. Ach, weißt du was, dann kann ich mir jetzt auch die Geldkassetten hier holen. Boah, wie lange wir diesen Stein hier brauchen. Ich habe keine Bandages mehr, ich bin tot. Bist du tot? Ich bin tot. Ja, ich wollte jetzt dann zum Haus, damit wir in der nächsten Folge quasi mal auch fliegen können, ne? Ja. Das war der Plan, deswegen habe ich mich gerade selber umgebracht, einfach nur, um auch mal was anderes zu zeigen, außer diese langweiligen Höhlen immer. Scheiße.
Und hier geht's noch so schön weiter gerade. Schade, dass du tot bist. Komisch, das klingt so, so erfrischend ehrlich einfach mal. Aber ich lass mich auch mal gerade umbringen, ich habe jetzt keinen Bock hier rauszulaufen. So, Holz haben wir auf jeden Fall wieder. Die Frage ist, wollen wir das hier überhaupt als unseren Heimatplaneten machen? Obwohl ich würde schon gern... Scheiße. Das wird lauter Viecher. Ich würde schon gern wissen, was da nu ist. Im Tempel, meine ich. Ja, den Tempel hätte ich auch gern noch erforscht. Wir können ja mal versuchen, reinzugehen einfach in den Tempel. Ja, das Problem ist, wir werden natürlich ohne Waffen, ohne coole Waffen, werden wir da nicht weit kommen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich meine, die haben Schusswaffen. Ich glaube, die hauen uns gleich weg. Ja. Und ich glaube auch nicht, es wäre natürlich cool, wenn wir uns eine Schusswaffe klauen könnten, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wir können natürlich selber einen Eisenbogen noch machen. Das können wir nochmal machen und dann probieren, auf Jagd zu gehen. Ja. Klingt... vernünftig. Vernünftig, ja. Boah, ist ja schon wieder dunkel. Immer dunkel und es regnet. Das stimmt. Ah. Ja, ich habe gesehen, was oben auf dem Berg los ist. Da dachte ich mir... nimmst mal lieber den guten Weg. Das wäre cool, wenn der ganze Berg gleich runterfallen würde, wenn man die alles wegsägt. Das ist jetzt, das so cool wäre. Tot. Wahrscheinlich kommen die Viecher genau jetzt alle runter. Oh ja, das ist da oben, das ist das Vieh, was mich vorhin so weggeballert hat. Ach, so ein Vieh. Apropos das Vieh. Oh. Boah, au! Alter, geh weg. Yeah. Da kann man echt nur zu zweit wegprügeln, das ist krass. Macht aber auch einen exorbitanten Damage, das Ding. So. Oh, der Planet da hinten. Sieht ein bisschen aus wie die Erde, nur pink. Vielleicht ist ja die Gay Earth. Die Gays. Girth. Ach, hier sind wir ja erst. Ich denke immer, hey, da ist das Haus, aber dann doch nicht. Nein! Boah. Ach, die Tür war offen. Wir haben unser erstes offizielles Haustier. Oh, hier hinten ist auch komplett offen. Ja, weil da wollte ich ja noch ausbauen. Das mache ich jetzt auch gerade mal eben. Warte. Wo die Woodplanks? So. Den mache ich mir auch mal gerade. Moment. Ich hab den mal am Bogen. Hab ich schon. Ach, ich hab mir auch gerade einen gemacht. Ach so. Jetzt habe ich zwei. Ah, ist ja egal. So, warte. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Was denn? Schieß. Oh. Alter. Sag mal, Alter, ich bin im Inventar, du Sack. Ich bin tot. Boah. Ich hab vergessen, dass man mit Linksklick den Bogen abschießt. Oh. Mit recht. So. Ach, da kann ich ja ruhig hier. So, da mache ich den Raum ein bisschen größer. Dann können wir hier also quasi so ein Arbeitszimmer draus machen. Wieso gebe ich mir eigentlich so eine Mühe? Ich weiß es nicht. Eine Tür habe ich hier auch noch übrig. Hm? Das ist ein Ball. Bolt-Bulb-Seed. Was denn? Du bist ja Roboter, du ernährst dich davon, du kannst es einpflanzen. Ach so. Ja, das ist eine Pflanzenart von Robotern. Cool. Sieht ganz witzig aus. Also, naja, geht so. Also ich habe 60 Kohle. Ich weiß nicht, wie weit wir damit kommen würden, aber... ich glaube nicht so weit. Ich glaube auch nicht. So, jetzt haben wir hier diese Türen und dann machen wir mal... wo sind die anderen Türen? Ach, da oben. Was machen die denn da oben im Inventar? Kannst du mal die Workbench hier wegräumen gerade? Ja. Super. Zips. Den Stuhl auch? Ja, kannst du auch ruhig wegräumen. Was? Ich hab mich gerade durch die Tür gebackt. Ach so, ja, das passiert manchmal. Vielleicht mache ich da oben mal ein bisschen. So. Perception. Und
Dann, warte mal. Du hast hier noch nichts reingelegt, ne? Nee, gut. Nee. Mach ich die nochmal weg. Und der Fairness halber, damit wir auch alles gleich haben. So. Oder? Ja. Weiß nicht, packst du in deine Kiste was rein? Ich weiß ehrlich gesagt. Oh, das ist eine gute Idee, ich bin fast tot. Oh. Wie schlafen Affen eigentlich? Eigentlich ja irgendwie vom Baum hängend, habe ich mal gelesen oder gehört. Mhm. Oder auch also wie Fledermäuse? Ja, also manche, also so kleine Affen zumindest. Ich würde sagen, wir schlafen uns einfach jetzt mal in die nächste Folge schon wieder eine halbe Stunde. Es ist ja unheimlich. Ja, irgendwie schon. Krass. Ja, schlafen wir uns einfach in die nächste Folge, ne? Ja, würde ich auch sagen. Und morgen? Was? So. Nee, sehr erschreckend. Es Wurzeln. Die Wurzeln einfach. Ja. So. Ja, in der nächsten Folge, vielleicht reisen wir schon auf den nächsten Planeten, man weiß es nicht genau. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, tschüss!